Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfaction. Mann, nein, Crosswords End. Es ist schon später am Abend, tut mir leid. Der dicke alte Kopf verschwindet wieder. Aber gut, wer auch beim Satisfactory Let's Play mehrmals sagt, herzlich willkommen bei Miss Survival, der sollte sich nicht mehr darüber wundern, dass er auch bei Crosswords End Satisfactory sagt. Ist halt manchmal ein bisschen schwierig für mich, da die Gewohnheit wieder rauszubekommen, was ich dann stundenlang hintereinander sage. Ja, es ist dreckig. Sagt er? Nee, also hier schon mal nicht. Aber hier, ja, da hast du recht. So, wir lassen wieder ein bisschen schneller laufen. Die Bestellung ist ja gerade angekommen. Das heißt, die ganzen Vorräte werden gleich wieder aufgefüllt mit der Zeit. Und da ist immer noch diese Miriam drin, die keiner möchte. Jedenfalls jetzt nicht. Mann, 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 Mann. Das ist echt ein bisschen schwierig hier gerade für mich. Also, wenn das jetzt echt nicht klappen sollte in dieser Folge, werde ich danach mal speichern, das Spiel ausmachen und komplett neu starten. Vielleicht hängt hier gerade einfach nur irgendwas ein bisschen fest. Ich weiß es nicht. Aber gut, eigentlich hatte ich ja gesagt, das werde ich jetzt auch mal durchziehen, dass wir den Raum hier mal erweitern. So. Dann natürlich auch wieder die Wände so gestalten. Moment. Zack. Auch den Boden. Boden, Boden, Boden. Zack. Dann auch wieder ein Fenster hier reingeben. Achso, ja doch. Ich wollte schon sagen, habe ich hier nur zwei Fenster drin, aber doch, hier vorne habe ich welche. So. Eigentlich können wir hier auch, wenn es denn geht, so machen. Ach, wisst ihr was, dann machen wir das so. Und so. Genau. Dann werde ich das jetzt hier mal nur provisorisch verschieben, uns die bessere Theke jetzt hier mal reingeben. Und dann hoffe ich doch mal ganz, ganz stark, dass die jetzt hier mittlerweile leer ist. Moment. Stopp. Nee, ist sie nicht. Dann bitte nur noch hier die Sachen drin lagern. Und das dreckige Zeugs eigentlich auch nicht. Bitte. So, es können 14 hergestellt werden. Ist bald wieder mehr. Hier 26. Hier ist auch bald wieder mehr. Okay, dann lassen wir das mal kurz so laufen. Bis es alles soweit fertig ist. Und dann muss ich hier irgendwie noch sagen: Sperren. Your patrons say your inn is dirty. You don't have proper equipment to store. Ich kann es nicht lagern? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch hier was zum Lagern dafür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, das kriegen wir hin. Schmutzige Zeug hier. Zack, zack. Lagert das jetzt in die Küche bitte um. Er scheint es einfach nicht zu nehmen. Das ist hier drin. Sag mal, hallo? Geht's noch? Ihr sollt das nicht hier drinnen lagern. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Mann. Ihr bereitet trotzdem alles noch hier zu, obwohl ich gesagt habe, es ist gesperrt. Aber die Sachen werden langsam rausgeräumt. Das ist in Ordnung. Warum habt ihr denn jetzt hier Teller drin? Ach, das war doof von mir. Entschuldigung. So, dann haben wir ja auch nochmal ein Zwischenlager. 4x20. Verteilt sich das jetzt hoffentlich alles mal ein bisschen. Jetzt können wir keine Zwiebeln lagern. Das ist zum Heulen. Komm, dann machen wir jetzt hier das Ganze. So. Müssen wir alles nochmal umschichten hier wieder. Yippie. Und zwar dann wieder längere Wege. Aber lässt sich jetzt auch nicht vermeiden. So. Waschen, Leute. Waschen. Ihr müsst ganz viel waschen. So, ist das Ding jetzt leer? Ja! Das heißt, wir können verkaufen. Wo weg das Ding? Was? Der ist Benutzung? Hör auf, den zu benutzen! Weg damit, was? So. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das kann jetzt gar nicht in Benutzung sein. Ach, nö.
Ich will die da nicht mehr haben. Die soll weg. Die ist hässlich. Die ist eklig und... Mann. Und jetzt kann ich das hier nicht mehr verschieben? Liebe Leute, ich bin hier gerade ein bisschen am Rande des Wahnsinns. So. So. Wenn die dann noch in Benutzung. Achso, geht nicht. Mist. So, die ist gesperrt. Bitte, wie kann die noch in Benutzung sein? Es ist auch nichts mehr drin. Es soll nichts mehr hergestellt werden. Es soll nur noch hier passieren, bitte. Ja? Dann sind wir uns doch jetzt alle einig, oder nicht? So, darf ich das jetzt wenigstens wieder umdrehen? Nö. Ich hätte so viel Geld ausgegeben. Ach, die Löhne wurden gezahlt wahrscheinlich. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Sag mal. Warum geht denn das jetzt nicht? Muss ich das wieder entsperren? Kann abbrechen? Nee. Niedrige Prio? Auch nicht. Manno, was soll denn das? Kann gar nicht sein. Jetzt läuft die einfach rüber und benutzt das wieder da. Will die mich jetzt irgendwie verkackeiern? Prio hoch. Mach das bitte hier dran, ja? Warte mal, jetzt ist keiner dran. Können wir es jetzt verschieben? Ja! Ach, Mann. So, weil die Leute sollen noch hier empfangen werden. Jetzt ist das mit der Tür hier im Weg. Verstehe ich das richtig? Wartet mal. Das fast dahin. Das fast dahin. Kronleuchter mal eben verschieben. Tatsache, jetzt ist die Tür im Weg. Und das ist ja gemein. Wir müssen was so hinstellen. So. So. Darf ich jetzt das andere verkaufen? Oh Mann. Oh, da kriege ich jetzt langsam echt ein bisschen schlechte Laune. Hoffentlich verständlicherweise. Achso, wartet mal. Ich werde jetzt... Nein! Ach Robin, was machst du? Ich wollte es nur verschieben. So, wenn es jetzt immer noch zu dunkel ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Oder die zählen wirklich noch die Sachen hier hinten mit. Nee. So. Machen wir mal ein bisschen Abwechslung hier rein. So. Guck mal, jetzt ist doch schön hell hier, oder? Hm? Ich will diesen Tresen da nicht mehr haben. Warum geht der nicht weg? Mann. Warte mal. Nee, das geht nicht. Na gut. Lassen wir ihn erstmal stehen. Ich probiere das dann nochmal aus, wenn ich gespeichert und neu geladen habe. Also auch komplettes Spiel neu gestartet habe. Wie das dann geht. Sag mal, was? Steht das hier schon die ganze Zeit? Ich hoffe ja mal nicht. Ey, die benutzen das einfach. Die sollen das nicht benutzen. Sperren. So, wenn es jetzt gesperrt ist und ihr es immer noch benutzt, dann wissen wir definitiv, dass da ein Bug vorhanden ist. Ist ja auch interessant, war? Sie bringt die... Das ist... Sag mal! Ich mach gleich den Laden dicht. Aber ich brauche erstmal wieder Geld. Apropos Geld, sag mal. Kann es sein, dass wir kein Geld mehr dazu bekommen? Wir haben jetzt 1007, da wird was gebracht. Ah Gott. Gut. Es wächst doch. Alles in Ordnung. Das hier ärgert mich wirklich. Wartet mal, wenn ich das jetzt hier einfach... Pass mal auf, ich stelle das jetzt mal einfach hier rein. Wenn die jetzt immer noch dahin läuft, um es da zuzubereiten. So. Ich glaube, das sieht das besser aus. Mann! Was ist denn Tüte? Nein! Ach! Warum kann ich das Ding jetzt hier nicht verscherbeln? Das ist doch voll gemein. Das soll keiner mehr benutzen. Jetzt geht die da hin und macht das. Die wollen mich doch jetzt wirklich ärgern, oder? Schließ den Laden. Jetzt reicht's. Schmeißt die alle raus.
Das ist nicht euer Ernst. Jetzt habe ich hier endlich eine schönere Theke. Und dann kann ich die alte, olle, hässliche nicht abreißen. Das ist doch nicht euer Ernst. Ist doch doof. Was soll denn das? So, und die Leute gehen auch wieder alle nicht. Müssen wir die erstmal zu Ende bedienen lassen hier. Ach, Mann. Ich warte jetzt ab, dass die hier alle nach und nach gehen. Und die, die nicht gehen wollen, die werden rausgeworfen. Dafür haben wir ja unseren Rauswerfer, unseren Schlägertyp hier. Ich hoffe nur, dass die hier alle noch vernünftig durchkommen. Nö, ihr sollt gehen. Macht, dass ihr rauskommt. Ja, tschüss. Sollst du jemanden rausschmeißen, das weißt du jetzt, oder? Nö, er geht quatschen. Ah, doch, jetzt. Raus mit dir. Du sollst raus. Verschwinde. Nö, der steht einfach nur rum. Mache ich nächstes Mal auch so. Ich meine, okay, ist jetzt nicht so, dass ich häufig irgendwie rausgeschmissen werde, aber... was ist hier los? Hast du einen Protest oder was? Wann dann? Ha? Warum leuchtet das? Das ist kaputt! Oh mein Gott! Hallo? Küche? Warum ist denn jetzt... Warum kann ich das jetzt nicht reparieren? Haben wir unseren Reparaturmeister noch hier? Der ist noch... Oh, der ist saumäßig sauer. Rainer, wo bist denn du? Hier, kriegst ein Like. Kriegst einen Bonus. Interessiert ihn nicht. Lass mich raten, du brauchst eine Pause. Oh, aber sowas von. Aber jetzt will er gerade irgendwas reparieren. Mal gucken, was er repariert. Ich hoffe doch den Kessel. Nicht, dass ich den neu bauen muss. Oh. Kostet doch wieder so viel Geld. Das läuft ja woanders hin. Was machst du? Was reparierst du? Ach, jetzt hat er Holz geholt. Jetzt läuft er wieder dahin. Hä? Rainer, was machst du? Er kommt nicht ran, das ist das Problem. Ah! Oh, mach mal so. Kommst du jetzt ran? Bitte lass ihn da jetzt rankommen. Nö, es hockt da erstmal Holz. Kann es sein, dass die generell hier nicht mehr rankommen? Ich kann das jetzt nicht versetzen, das Ding kann ich verkaufen. Auch nicht. Ich kriege hier noch eine Krise. Was ist hier los? Warum geht das nicht? Mann. Das ist doch echt gemein, oder? Liebe Leute, ich weiß jetzt echt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Das Ding soll nicht mehr benutzt werden. Es ist nichts mehr drin. Wartet mal, eine Idee habe ich noch. Oh, bist du am Reparieren? Ja, sehr schön. Okay, aber eine Idee habe ich jetzt noch. Ich nehme jetzt einfach nochmal die Gerichte hier raus. Dann lasse ich das mal kurz laufen. Mach wieder Pause. Wie kann das noch in Benutzung sein? Das geht nicht! Ich werde noch echt bekloppt. Mann! Nee, gut, jetzt reicht. Ich lasse das jetzt so stehen, wie es ist. In der Hoffnung, dass ich es dann beim nächsten Mal, wenn ich dann das Spiel zwischenzeitlich mal ausgeschaltet habe, neu geladen habe, dass ich das Ding dann wegmachen kann. Ich sag mal... Ach so, vielleicht müssen wir jetzt erstmal abwarten, bis diese Bestellungen alle abgearbeitet sind. Ja, an Dingense. Da, wo noch prepared wird, vielleicht. Hier ist nämlich noch preparing. Dass das erstmal abgearbeitet werden muss und dann können wir es vielleicht verkaufen, weil dann ist es ja definitiv nicht mehr in Benutzung. Kann nicht mehr in Benutzung sein. Weil wir haben noch nicht mehr die Rezepte im Angebot. Also, dass es überhaupt bestellt werden kann, ist noch nicht mal gewährleistet. Könntet ihr jetzt bitte mal gehen? Ihr könnt auch bald wiederkommen, keine Sorge, aber ich will jetzt diese verdammte Theke loswerden. Bitte. So.
Ist immer noch preparing. Ist gerade hier prepared, oder? Nö. Hä? Das überhaupt noch aktuell? Wartet mal. Ich schließe das hier mal kurz so. Dann gehe ich wieder hier drauf. Ist immer noch als preparing drin. Kann aber gar nicht sein. Und ich... Oh Mann! Holt doch bitte mal diesen Wein, ja? Ah, lass mich raten. Er kommt nicht ran, weil die Tür da ist. Jetzt mal auf, ja? Das machen wir erstmal so, dass die Tür hier reinkommt. Wird die hier verhökert. Sieht jetzt überhaupt nicht schön aus. Das ist jetzt kein Ding. Mal gucken, ob sie es jetzt wegtragen. Ja, Martin kommt und. Jawoll! Sehr schön. Da war wirklich die Tür im Weg, weil die Tür hat ja hier vorne noch ihren Einzugsbereich. Jetzt setzen wir die nochmal um. Zack. Zack. Weil der Eingang hier ist schon in Ordnung so. Na, jetzt kommt die gar nicht durch. So. Haben wir es jetzt verkauft? Ich werde noch bescheuert. Du mach, dass du hier rauskommst. Ah nee, du bist unsere. Du gehörst zu unserer Truppe. Was zur Hölle machst du da? Was willst du da präparieren? Was machst du? Hä? Ich blick hier nicht mehr durch. Warum? Das kann nicht wahr sein. Wie kann die noch in Benutzung sein, ja? Ja, tut mir leid, aber ich habe da echt wenig Verständnis für. Jetzt kriege ich hier schon teilweise Meldungen rein, hier links, wo gar nichts mehr drin steht. Ist auch sehr interessant. Dann nehme ich die jetzt wieder rein. Hier, zack. Aber für einen günstigeren Preis. Hier. Das ist echt gemein. Also, da freue ich mich wirklich über Tipps und hilfreiche Hinweise von euch, wie ich das loswerden kann. Und ich habe es jetzt auch hier drüber probiert, also über den Baumodus, nicht nur hier drüber. Aber ihr seht es ja, Gegenstand in Benutzung. Oder nicht in Benutzung ist. Ansonsten, ich warte jetzt einfach, bis der krepiert. Fertig aus, bis er kaputt geht. Dann kann der nicht mehr in Benutzung sein. Mich auch, was die da präparieren möchte. Also. Ja, mach den Laden wieder auf. Das ist echt gemein, sowas. Boah, der hat aber kräftig Holz geschlagen hier. Und was halt nur echt erschreckend war, dass der hier nicht mehr rangekommen ist, ne? Um das zu reparieren. Hallo? Ich würde jetzt gerne diesen... Sag mal. So. Wird ein neuer Kessel gesetzt. Kostet ja nur 200. Ach, weil der da eigentlich gar nicht stehen könnte. Wahrscheinlich deswegen. So. Jetzt können wir wieder reingucken. Okay. Ja, ist ja schön, dass die weiter aufleveln, obwohl sie gar nichts hätten machen sollen. So, Sauberkeit. Ja, ja. Oh ja. Nein. Prio hoch, bitte. Ah, ich habe die Befürchtung, dass die hier einfach auch wieder nicht durchkommen. Das heißt, mit dem nächsten Geld, was wir jetzt so verdienen, werden wir hier auch mal das Lager erweitern. Einfach nur, damit die da vernünftig durchkommen. Weil ich glaube, die haben hier einfach keinen Platz mehr. Auf der anderen Seite. Ich probiere es jetzt erstmal anders. Wir verkaufen wieder das Rattengedöns hier, weil wir schon lange keine Ratte mehr hatten. Und... Kann ich das? Nur mal kurz so. Das dann so.
das dann so? Dann müssten die doch auf jeden Fall durchkommen und auch sauber machen können, oder? So. Jetzt sind sie hier am Quatschen, ja, und präpariert einfach hier etwas, was ihr gar nicht präparieren könnt. Es ist gesperrt, ja? Es darf nicht mehr benutzt werden. Die machen mich echt ein bisschen wahnsinnig, meine Angestellten hier. Nirgendwo kriegst du hier mit Personal. Oh, hier ist eine Anna. Oh, das sieht auch nicht verkehrt aus bei ihr. Die nehmen wir auf jeden Fall rein. Doch, doch, die nehmen wir rein. So. Zack, zack, Anna. Zack, Bams, Bums. Keine Reinigung, Tisch bedienen, kein Zimmerservice, Klatsch und Gastwirtschaft. Viel Spaß. Ich finde das echt interessant. Ja, jetzt kann ich es auch wieder nicht versetzen. Weil jetzt irgendjemand da auf dem Weg hin ist, um es zu benutzen, oder wie? Jetzt wird es gehen. So. Da kommt ihr jetzt nicht mehr ran. Manu! Ich hoffe echt, ich kann jetzt einfach abwarten, bis das Ding kaputt geht von selbst. Weil dann ist es ja wirklich nicht mehr Benutzung und dann warten wir ab, bis es repariert ist und genau in der Sekunde reißen wir es wieder ab. Verkaufen das Ding endlich. Ich hoffe, das geht. Jetzt laufen die außen rum. Die wollen mich doch verhökern. Oh, kriegst du ja eine Krise hier. Und ich kann es jetzt nicht umsetzen. Ich will nicht mehr. Was soll denn das? Manu! So, wie sieht's aus hier? Macht ihr das jetzt bitte mal sauber? Hm? Ja, aber das verstehe ich echt nicht, ja? Also man kann Klo umsetzen, wo jemand drin sitzt, ja? Man kann teilweise auch viele andere Sachen versetzen, die gerade erst benutzt werden und dann läuft die Person, die es gerade benutzt, einfach wieder rüber und macht weiter. Aber die Theke nicht. Das ist echt gemein. So, ich habe gesagt, wir erweitern das. Also machen wir das jetzt auch. 300 mittlerweile. Oh, verdammt. Moment. Zack, zack. So. Dann setzen wir die Sachen hier nochmal um. So. Das Ding ist definitiv hell genug. Für diesen kleinen Raum. Jetzt kriegen sie ihn hoffentlich auch vernünftig sauber. So, wie sieht's aus hier? Also mit der Größe sind sie jetzt auf jeden Fall deutlicher zufrieden. Jetzt wird er sauber gemacht hier. Jetzt kommen sie auf immer ran zum Saubermachen. Okay. Es gibt nicht genug Platz, das ist mir jetzt auch wurscht. Ich würde ja gerne mehr Platz machen, aber jetzt ist das hier mit... Komm, schmeiß den mal raus da, ja? Dann können wir es wenigstens nochmal umsetzen, das Ding. Ja, jetzt quatschen sie. Und jetzt, ja, jetzt rennen die hier alle hinten rum. Es ist doch echt ein Trauerspiel. Was soll denn das? Mann. So, ist der jetzt weg? Ja? Kann ich das Ding jetzt... Ja, kann ich. So, dann machen wir jetzt hier eine zweite Theke draus. Aber es soll nicht mehr benutzt werden, Mann. Da wird auch nichts mehr gelagert. Trotzdem gehen die daran und machen das da. Jetzt bringt es hin, ne? Jo, jetzt liefert's ab. Ne, jetzt hat sie eine Bestellung aufgenommen. Nee, ist mir wirklich unbegreiflich, ja? Wie man das so machen kann. Hier, maximale Prio, viel Spaß. Dann haben wir jetzt zwei Theken. Fertig, aus. Oh, habe ich hier gerade eine Ratte gehört? Habe ich hier gerade eine Ratte gehört, jetzt wo ich die Rattenfalle verkauft habe? Da war so ein Quietschen. Oh, das wäre jetzt echt gemein. Ich will die nicht haben. Hm. So, dann haben wir langsam wieder Geldprobleme, yippie. Aber ihr kommt jetzt alle vernünftig hier durch, oder? Wir laufen jetzt immer hier unten rum. Ich muss das Ding nochmal versetzen. Ach, jetzt darf ich versetzen, ja?
Obwohl sie gerade hier dran steht. Mann! Aber jetzt müsstet ihr doch wieder vorne rumkommen, oder? Ja, jetzt kommen sie überall durch. Okay. Wenigstens etwas. Ich habe kein Fett mehr für die Fackeln. Nein! Ich brauche Fett für die Dinger. Och, nö. Wo gibt's hier Fett am günstigsten? In die Richtung. Also müssten wir doch hier Fett haben, oder? 61. So. Und gleich kommt's. Ich kann's nicht lagern. Wenn's dann da ist. Oh, das ist schon mal schön. Sieht's aus hier? Sauberkeit 74. Ja, aber hier noch nicht. Hier muss bitte noch ein bisschen sauber gemacht werden. Ich hab's so gehabt. Nö, dann. Nö, seh ich nicht ein. Die kommen wieder weg, die Fackeln. So, zack, zack, zack. Irgendwo noch eine? Okay. Dann... Muss ich jetzt hier wirklich... Oh, nee, ne? Da kommen die doch wieder nicht durch. So. Ich hoffe, das passt so. Es ist zum Heulen, ganz ehrlich. Jetzt fehlt mir wieder langsam aber sicher das Geld. Yippie. So. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kriegst du da wirklich eine Krise hier. Entschuldig bitte mal kurz. So, da bin ich wieder. Nur halb gestorben, aber immer noch da. So. Nein, ich habe jetzt natürlich nicht so einen Wutschrei von mir gelassen. Nein, überhaupt nicht. Aber es wäre durchaus berechtigt, würde ich sagen. So, wie sieht's aus hier mit der Haltbarkeit jetzt bei dem Ding? Oh, da ist er. Da habe ich sie doch gerade gesehen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt rennen die Ratten hier wieder rum. Also ich habe echt das Gefühl, dass es jetzt schwieriger geworden ist. Also ich muss definitiv wohl anscheinend neu laden. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Martin ist immer noch der Unglücklichste überhaupt auf der ganzen Welt. Obwohl er eine Frohnatur ist. Also irgendwas kann hier definitiv nicht stimmen. Nee, irgendwas passt hier kein bisschen. Dann hüpft da rein. Nicht für Schnuppern. Mach hüpf. Na los. Yep. Weg ist er. Die wollen wir hier nicht. Genau dieses Quietschen gerade, das hatte ich gemeint. Das habe ich schon gehört. Aber ich habe sie nur so gesehen irgendwie. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen, aber ich halt einfach nicht. So, wie sieht's aus? Ich bräuchte bitte mal so ein paar Bedienstete. Das wäre schön. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll in dieser blöden Theke. Das ist total ärgerlich. So, Rainer macht wohl gerade Pause oder was anderes. Hier fehlt nämlich wieder Feuerholz. Hier fehlt allgemein Feuerholz. Was ist denn da los? Dabei muss ich das vielleicht doch nochmal anders setzen, das Ding. Vielleicht so rum, dass sie da besser rankommen. Die Ratte ist schon mal entsorgt worden. Gut und schön, aber... Wie sieht es jetzt aus hier? Ah! Schon viel besser! Weil mit drei Angestellten, die sauber machen sollen, erwartet man das Sommer... Die werden gar keinen Platz haben zum sauber machen. Das wird sein. Aber ich habe auch gerade nicht das Geld, um sauber zu machen in dem leeren Raum hier. Obwohl doch, jetzt kommt langsam wieder ein bisschen Geld rein. Naja, noch ein bisschen mehr, dann würde ich das Ding erweitern. Ja, ich weiß.
Dieser eine einzige Raum, da wo sie sich ständig drin aufhalten, obwohl sie da nichts zu suchen haben, die sondern nur durchlaufen, der ist dreckig. Ja, das gebe ich gerne zu. Aber alle anderen Räume sind doch super sauber. Was mir auch auffällt, dass gar nicht mehr die Küchengeräte so glänzen, wenn die gerade gesäubert wurden. Das glaube ich auch mal eigentlich so. Das war ja bei mir noch sogar dieser Darstellungsbug, dass das halt dauerhaft so rumgeglänzt hat. Ach, schau mal einer, guck. Jetzt macht sie sauber, ja? Okay, gut. Damit ist es auch erledigt. Ja, aber diese sture Theke da, das ist... Ja. Ja, ich weiß. Ist auch erstmal in Ordnung so. Wir müssen dir ja erstmal alle glücklich machen hier. Wie siehst du denn eigentlich aus? Oh, na immerhin mal. Na, das war so klar. Und zack, genau, immer kräftig drauf da. Jo. So, wie sieht's jetzt aus hier? Mann! Komm, den einen Tag mache ich jetzt hier noch rum. Dann gucke ich noch mal rein, ob dann jetzt eine neue dazu gekommen ist. Ah, es kommt wieder ein bisschen Geld rein. Pass auf, das machen wir jetzt auch noch schnell. Leerer Raum. Erweitern. Warum ist das hier so komisch angezeigt? Da muss hier auch die Tür wieder ran. Zack. Können wir nämlich jetzt auch ein bisschen umstellen, indem wir den Kerzenständer ein bisschen aus dem Weg rausnehmen. Und eigentlich dürften die Türen sich doch jetzt hier nicht gegenseitig behindern, oder? Doch, vielleicht doch. Dass sie deswegen dann nicht sauber machen konnte. Das kann sein. Machen wir das mal so. So, dann hauen wir hier noch die Tür rein. So. Dann hauen wir die Tür da wieder weg. Dass es nur zwei Türen sind. Pro Seite, pro Ecke, je nachdem. Und den Kerzenständer stellen wir dann jetzt hier ran. Ich hoffe, das funktioniert so. So, viel Spaß. Natürlich müssen wir noch warten, bis das Ding fertig gebaut ist. Jetzt wollt ihr mich doch wirklich veralbern, oder? Jetzt habe ich euch das wieder erlaubt. Ach so, deswegen, okay. So. Dann macht einfach mal. Wenn ihr unbedingt der Meinung seid, ihr müsst das so machen, dann macht. Oh, wir brauchen wieder Lager? Na toll. Jetzt, wo wir kaum noch Geld haben. So, der Tag ist rum. Jetzt ist die Miriam endlich weg. Na, immerhin. Nee, hätte sein können, dass die daran schuld war. Aber gut, ihr Lieben. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich werde jetzt, wie gesagt, mal Feierabend machen hier. Und beim nächsten Mal funktioniert das hoffentlich wieder vernünftig. Was ich jetzt aber noch machen werde, ich werde jetzt hier nochmal alle Befehle rausnehmen aus dem Ding. Moment. Zack. Und... Moment, jetzt sind die wieder Tassen gelagert. So. Jetzt werden sie rausgeräumt, das ist in Ordnung. So. Wenigstens das funktioniert, ist ja schon mal etwas. Nee, okay. Gut, jetzt reicht's mir. Ich hab die Schnauze voll. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit diesem kleinen Chaos hier gerade, dann schaltet doch morgen wieder rein. Ciao.